Moin alle zusammen, wieder am Start mit Devil May Cry. Und dann sind wir natürlich auch am Start und wir sind bei Mission 15, der Tausch. Letzte Folge war ein bisschen chaotisch, sind sehr viele Mal gestorben. Mein kleiner Bruder war dazu da, noch da und es war sogar ein Cut. Es war wirklich eine schreckliche Folge, von meiner Seite auch, muss ich wirklich sagen, weil es ging mir sowas auf den Sack. Man sollte es schon professionell machen, man will es professionell machen, um eine gute Qualität zu bringen und dann passiert sowas, das ist wirklich scheiße. Aber gut, was kann man dazu ändern? Auf jeden Fall tauschen wir wahrscheinlich diese kleine Schlampe gegen unsere geile Kate. Bin jetzt mal gespannt, was passiert. Virgil. Lichthupe oder was? Police-Einheit, SWAT-Team, Sehr spannend. Was ist das für eine Waffe? Alter, die sieht so hässlich aus, ehrlich, ey. Dante, pass besser auf deine Waffe, die nimmt sich gleich. Guckt schon auf die Waffe. Oder die hat Angst, einfach nur Angst. Sieht, ey, wirklich, ey, guckt euch die an, die sieht so hässlich aus, ehrlich. Ey, mach mal ruhig mit Kate hier. Vorsichtig! Alter, die Arme, ey. Ja, da haben wir die besser behandelt als dir, unsere Kate, ey. Ehrlich, ey. Irgendwas passiert doch gleich. Wir kommen in Limbus oder sowas ähnliches. Ach, sie wurde nur angeschossen oder was? Ey, mach doch mal irgendwas, das ist so spannend, ey. Da ist der Mundus, oder? Ach, Mundus sieht das von da. Ach so, mit sein ein Auge und das andere Auge ist er blind. Ah, er holt die andere Waffe noch raus. Boah. Tut mir leid. Beweg dich. Bitch. Hat noch gefehlt. Fällt die hin oder sowas? Oder warum haben sie jetzt gerade die Füße gezeigt? Alter, der erzählt auf Kate. Hast du das gerade gesehen? Der ist gerade auf Kate umgewechselt. Ey Leute, das ist so spannend! Ich glaube, jetzt rennt Kate los. Irgendwas macht Virgil. Was zur Hölle? Ey, Virgil, ehrlich. Mundus ist jetzt total sauer. Anscheinend, oder. Ey, Kate, bitte geh nicht drauf. Kate, nein, Kate! Was passiert jetzt mit Mundus? Mundus ist noch wütender, anscheinend. Schießen die nicht auf uns? Hast du es gerade nicht gesehen? Habt ihr es gerade nicht gesehen, dass sie auf uns geschossen haben? Warum hast du das denn gemacht? Ich musste es, ach so. Man legt sich nicht mit Göttern an. Oh, das ist Chance. Ach, der Limbus oder was? Bring sie heraus! Los! Ja, natürlich, und ich bin in den Limbus eingesperrt, oder was? Oh, ist das abpacke. Scheiße, warte mal! Whee!
Ja, natürlich. Das werden sie nicht schaffen. Und ich muss es natürlich aufhalten, oder was? Nein! Unprofessionell! Alter Schwede. Los, runter! Wumms! Alter, ich hab mich doch gehangelt gerade. Habt ihr es gerade nicht gesehen? Ich hab mich doch gerade eben gehangelt, oder? Das war ja gerade wirklich Abfuck gerade. Es ist gerade wirklich meiner Meinung nach sehr spannend, was ein Flugzeug stürzt da ab. Wollte mich jetzt ganz verarschen. Ey, die Viecher töte ich jetzt einfach mal nicht. Ich übersehe einfach alles sowas mit Viecher töten, weil ich finde, Kate retten ist wichtiger als alles andere, würde ich mal so meinen. Seht ihr genauso? Was muss ich jetzt machen? Boah, krasse Scheiße. Was passiert mit der Stadt? Entweder passiert das in echt oder auch in Limbus. Oh mein fucking Gott. Oh, natürlich. Wo soll ich denn da hin? Nein. Okay. So sollte man es natürlich nicht machen. Fick dich doch einfach, ehrlich, ey. Gerade ein sehr krasses Quicktime-Event, muss ich sagen, so. Die ganze Stadt ist zerstört durch Mundus. Ey, ich will mal Mundo sagen, ja. So bei League of Legends, ey. Das war jetzt die Folge, oder was? Das war jetzt der Part. Schon krass, ey. Das ging jetzt wirklich schnell, muss ich sagen. Gut, ich habe jetzt öfters mal gefehlt, hätte schneller als dir Punkte zum Beispiel. Total schlecht. Eine Minute hat das nur gedauert. Mhm. Ach, der Vorspann hat nur so lange gedauert. So. War jetzt wirklich nicht sehr gut von uns, was wir da geleistet haben. Ah, mein Gott. Nee, Teufelsjäger natürlich. Ja, nächste Mission, der Plan heißt die nächste Mission. Fangen wir gleich mal an, weil wir haben hier noch 10 Minuten von unserer Folge Zeit. Und natürlich ist es schwachsinnig, wenn ich jetzt nur 10 Minuten machen würde. Mal schauen, wie es Kate geht. Kate kann auf jeden Fall noch irgendwas zeichnen. Also ist das Höllentor die Hauptquelle von Mundus Macht. Es kann nur von dieser Kammer aus erreicht werden. Du musst in die Kammer eindringen und es schließen. Mundus ist immer noch von seinem Wutausbruch erschöpft. Jetzt kannst du ihn besiegen. Mundus hat keine Ahnung, dass Virgil ein Nephilim ist. Und das werden wir taktisch ausnutzen. Irgendwo hier ist ein Hintereingang in den Turm. Virgil, du musst unbemerkt das Sicherheitszentrum erreichen. Also Dante, du wirst für Ablenkung sorgen. Hier. Hey Jungs, wollt ihr kämpfen? Hier bin ich. Genau wie dein Vater. Einfach nur größenwahnsinnig. Ich, ein Gott, gegen dich, ein Stück Scheiße. Ja, da kann man besiegen, aber ein Stück Scheiße, die riechen einfach nur Scheiße.
wird so schlecht, ey. Naja. Auf jeden Fall entbreitet anscheinend Mundo seine Macht. Kann man fast so sagen, gerade wie es einfach so aussieht. Geht gerade einiges hier ab, ey. Sobald Mundus dich erblickt, die Hölle los ist. Ja, merke ich, dass die Hölle da los ist. Also halte dich am Turmeingang. Alter, das Level-Design, ey. Würde ich wissen, wie lange die da gebraucht haben, ey. Deswegen hat das auch wahrscheinlich so lange gedauert, das Game. Boah, alles am Ruckeln. Ey, das Luftschüsse durch mit dieser Engelskraft, richtig geil. Was zu random, aber was ist schon da? Die Tore werden verschlossen. Dante, du musst sie beschäftigen, während Bertie sich auf den Weg zum Turm macht. Mach ich doch gerne, Kate. Die Lied ist die hier, willst du mich verarschen? Alter, lol, das sind ja wirklich Lieder. Das war ja alles sowas hier, Leute. Das war nicht mein Lieben, Leute. Lunge! So ein Hafi sogar auch noch, ey. Ich bin die ganze Zeit in Luft schon mal mitbekommen. Ich hab's gar nicht mitbekommen, so richtig. Die ganze Zeit in Luft bin, ey. Junge, du kleine Hafi oder was auch immer. Nee, das war eine Hexe. Was verwechselt, ey. Meiner Meinung nach sehen die alle gleich aus. Ich mag die Hexe nicht, ey. Weißt du, gegen solche Gegner macht es nur dann wieder Spaß, wenn die einfach nur richtig einfach sind. Oh, Buja, Hüter am Start, mit Dante. Und Virgil hackt sich mal wieder rein, aber Virgil hat noch nie was Produktives dieses getan. Er hat fast uns nur Schwierigkeiten gemacht. Er hat die Tussi getötet, hätte uns fast umgebracht. Oh. Dante, renn zum Haupteingang, bevor er sich versiegelt. Dir bleiben höchstens ein paar Sekunden. Naja, renne, da bin ich ja gleich dafür, dass ich gleich da drin bin. Als diese Viecher zu töten, dann kriegen wir. Gut, wir kriegen weniger Style-Punkte, aber ehrlich. Sobald du drin bist. Musst du dich Mundo verstellen? Mach mit ihm kurzen Prozess. Und los! Alter, ich hasse diese Viecher, ey. Wie die Pest und ich hab nicht mal irgendwas anderes, ey. Ja, natürlich. Ich finde ihn aber jetzt geht's irgendwie einfach gegen den Kämpfer, finde ich. Man hat jetzt so einen Trick raus. Okay, eigentlich überhaupt noch nicht. Ich glaube, diesmal müssen wir auch den Sogarkloppen besiegen, ey. Das Vieh ist schon krass, ey, muss ich sagen.
Ja, wir haben den Trick groß. Eindeutig. Getroffen, ja. Oh, fuck, ey. Hat das mal wieder abgewehrt. Was mich auch so ein bisschen aufregt, dass der Dämonentrieb manchmal nicht klappt, der bei uns. Das soll Mundus bester Kämpfer sein. Ehrlich, diesmal haben wir einen Trick raus, ey. Oh, ja. Fuck, ey. Hab ich. Raji, schalte die internen Sicherheitskameras aus. Dann weiß Mundus nicht mehr, wo du bist. Oh. Komm zu mir, wenn du kannst. Natürlich komme ich zu dir. Aber ich werde auch auf dich ganze Zeit. Ich würde dir gerne mal den Arsch versohlen. Oh, geil. Ich kann mir was kaufen, ohne. Ich denke mal. Können uns sowieso nichts kaufen, oder? Oh. Kaufen wir uns so eine goldene Kugel, wenn wir uns wirklich irgendwie ver... Die Firmenbüros werden gut geschützt. Die einzige Ausnahme ist die 87. Etage, die leer steht. Dort wirst du dich mit Virgil treffen. So, machen wir das mal schnell noch kaputt. Ich denke mal, hier ist eine Seele drin oder sowas. Nee, wo sind wir denn hier jetzt auf einmal? Ah, doch, da ist eine Seele. So, da haben wir die Seele schon mal und noch einen Lebensstern. Einen Gesundheitsstern. Brauchen wir nur noch einen, dann haben wir alle zusammen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Wo sind wir denn rausgekommen? Hier sind wir doch rausgegangen, oder? Nein! War anscheinend doch der richtige Weg, aber da wollte ich noch nicht rein. Aber wie das gerade aussieht im Limbus, ist schon krass, ey, muss ich sagen. Welchen Stock müssen wir? Den 87. Hey, yo, Rachel, was geht ab? Ja, altes Haus. Geht's, Bruder? Ja, alles klar. Hier trennt ihr euch. Dante? Begib dich zum Ostflügel. Virgil, du gehst zum Westflügel, wo sich der Hauptserverraum befindet. Viel Glück. Dir auch. Dante, du musst eine Überführung in den Ostflügel nehmen. Die Überführung befindet sich entlang dieses Weges. Virgil wird erst die Server im Westflügel übernehmen. Er wird den Weg für dich öffnen. Das finde ich sehr nett, dass uns Kate immer so hilft. Ich finde das auch richtig cool. Weiß ja nicht, wie das bei den anderen Teilen so ist. Ob da Kate auch noch lebt, ich weiß es gar nicht. Oh, 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 das war so ein fettes Riesen. Ich mag dieses Kettenfunktion nicht, ja, die mag ich überhaupt nicht. Oh. So Leute, wir hören und sehen uns beim nächsten Part, wenn es heißt Devil May Cry, heute am Start mit Dante. Tschaußen!